Hallo liebe Leute, wir sind wieder da im Stardew Valley Multiplayer mit The Wardrock. Ja, ich bin auch hier da und Und ich mit spiele hier mir. auch weiter. Und wir machen weiter im 25., nee, im 24. Tag im Herbst. Der Monat ist fast zu Ende, George hat Geburtstag. Morgen wird es regnen. Genau, morgen. Oh, das ist sehr gut. Glück ist heute ziemlich neutral. Ich muss schnell die Blumen gießen und dann haben wir einen Wunsch, die Tiere mal zu zeigen. Das machen wir gleich. Das heißt, du brauchst dich heute nicht um die Tiere kümmern. Ich mach das dann. Aber bring noch ein paar Zäune mit. Mache ich. Wenn ich alles Der fertig habe. Zaun Zäune. ist im Eimer. Eieiei. Zum Glück verschwinden die nicht, die erstmal, sondern die gehen erstmal nur kaputt. Das heißt, kann trotzdem keiner drüber. Ja, das wäre sonst ziemlich blöd. Naja, wäre halt verständlich, ne? Ja gut, aber die verschwinden normalerweise im echten Leben auch nicht einfach. Ja, aber dann ist es ja eigentlich egal, weißt du, dann ist es ja nur zum schön aussehen. Aber du kannst doch, kannst du durch kaputte Zäune durchgehen? Ich glaube nicht. Nein. Und das wäre halt schon, wenn die runterbrechen, könnten die Tiere eigentlich schon ausbrechen. Ich werde mich jetzt nicht beschweren, dass die Tiere nicht ausbrechen können, also. Bei zwei Tieren macht es noch nicht so viel, aber ist doch mal ganz gut, wenn sie es nicht tun. Wenn ich so weitermache, dann werde ich nie fertig mit dem Gießen. So, den Cursor mal wieder wegnehmen. Wup, wup. Wup, wup. Wup, wup. So, einmal neues Wasser holen. Boah, ich freue mich so, nächstes Jahr nur noch am ersten Tag gießen zu müssen. Eines Monats. Ja, da können wir auch gemeinsam gießen dann. Ja. Das wird das Gute, dass du das nicht alles alleine machen musst, das ganze Feld. Naja, das ist auch dann nicht ganz so schlimm, weil wenn du es halt nur einmal machen musst. Ich meine natürlich, ich könnte auch Ja, mit. das ist Zeitfrage am ersten Tag immer, Oh, vor allem wenn wir größere Felder haben. was wir auch machen können, ist dann theoretisch Regentotems bauen und die benutzen, damit es am nächsten Tag regnet, sozusagen am letzten Tag des Monats die benutzen, dann regnet es am ersten Tag definitiv. Das ist ziemlich cool, aber trotzdem können wir noch größere Felder bauen am ersten Tag und die auch am ersten Tag noch mit komplett. Ja, aber wenn du das Regentotem einsetzt, dann kannst du halt noch mehr Feld schaffen, weil du Ja. das Bewässern nicht machen musst. Das ist eine voll gute Idee, warum ist mir das nie vorher eingefallen? So, unser erstes Tier, was wir sehen, ist hier mein kleines Evoli. Eigentlich eine Katze, bei mir ein Evoli, weil ich Evoli niedlich fand und die Standardkatze irgendwie langweilig. Und Ich dann, meine, es auf dem oh, PC einfach mal. er hat gesagt, bring Zäune mit. Was habe ich vergessen? Zäune. Holzzäune sind die am wenigsten lange halten. Man kann so ungefähr von einem Monat reden, anderthalb Monate, je nach Glücksgefühl der Zäune, Je sage nach ich mal Wetter. so. Leg die Zäune doch am besten gleich mal in die Tierkiste mit rein. Ja, das mache ich dann auch. Dann braucht man nicht immer hin und her rennen. So, man kann die dann einfach hier so ersetzen. Und da oben auch. Ja, da oben muss ich sie eigentlich nicht ersetzen. Da bräuchten wir gar keinen mehr, weil wir da Nee, oben. die oben, die zwei kannst du sein lassen. Ja, ich habe sie jetzt hingemacht, aber die kann man beim nächsten Mal, wenn sie kaputt gehen, einfach weghacken komplett, weil die haben Dings da stehen. Oh, seht ihr? Und da ist live ein Zaun, ein neuer Zaun kaputt gegangen. Das wird jetzt immer wieder passieren, dass alle nach und nach kaputt gehen. Habe ich nicht gerade hier irgendwo einen Artefakt-Spot gesehen? Ich weiß es doch nicht. Ui. Ja, aber auf dem Feld sind die nicht so sinnvoll. So. Na, weil auf dem Feld sind doch nicht so viele Artefakte rauskommen können, oder? Auf der Farm. Ja, es kommen mal Chicken-Statuen raus. So, wir haben hier unsere wunderschöne Kuh. Muh. Und wir haben hier unser wunderschönes kleines Hühnchen. Das Hühnchen heißt Pro. Und unsere Kuh heißt Kulia. Voll kreative Namen und so. Hallo, die hat Zuki sich eingefallen lassen. Die sind richtig gut. Also zumindest ist es cool hier. Genau, mehr Tiere haben wir noch nicht. Es gibt sonst noch. Es gibt Hühner, es gibt Enten, es gibt Kaninchen, es gibt Dinosaurier. Ja. Das sind, glaube ich, alle gewesen jetzt vom Vom kleinen Stall hier, von vom dem. kleinen Stall. Vom großen Stall kannst du erzählen. Genau, und vom großen Stall gibt es die Kühe, es gibt dann späterhin die Ziegen, die Schafe und die Schweine.
Die sind dann in diesem Stall hier drin. Der Stall wird dann auch noch größer später. So, ein Ei für Mayonnaise und eine Milch für Käse. Stimmt, unsere Ziege wollten wir nennen. Ja, jetzt brauchen wir aber keine Ziege mehr. Oh, das ist ja gar keine Ziege. Ziemlich viele Spreading Weeds Dings. So, hier hinten wachsen so ein paar Bäume, das ist gut. Wir hacken wieder Holz, weil ich will eigentlich endlich mal. Eigentlich wollten wir das nächste Tier, was wir kaufen, nennen. Und wir dachten eigentlich, dass es eine Ziege wird, weil das nächste Tier wahrscheinlich eine Ziege geworden wäre, aber wir brauchen keine mehr. Vielleicht holen wir uns trotzdem eine Ziege, einfach weil wir die Sachen eh brauchen, wenn wir nämlich auf die Achievements gehen wollen, also nicht die Achievements, sondern die Collections, dann müssen wir alle möglichen Sachen mal verkauft haben. Und ihr seht, hier ist noch einiges frei. Auch einiges, was wir theoretisch schon haben und einfach noch nicht gemacht haben. Oder hier zum Beispiel Hopfen. Wir haben gar keinen Hopfen angebaut im Sommer. Das müssen wir dann nächstes Jahr alles machen. Wir brauchen auch noch ein Pale Ale. Genau. Helles Bier. Ich freue mich so. Oh, wir müssen übrigens im Winter gut Geld aufheben. Ich freue mich auf den Nachtmarkt. Ja, wir brauchen auch noch Geld für die Frühlingssaaten. Genau deswegen freue ich mich auf den Nachtmarkt. Kriegen wir im Winter das Gewächshaus hin? Dann können wir vielleicht im Winter noch Erdbeeren vermehren. Das ist auch eine gute Idee. Erdbeeren sind eine relativ gute Investition. Das wäre gut, Seeds kriegen. Ich weiß nicht, wie viele Erdbeer-Seeds wir da haben jetzt gerade. Ja, Erdbeeren und Kaffee sind eine gute Investition. Ja. Nur Erdbeeren kann man halt nicht am ersten Tag direkt kaufen. Das stimmt. Deswegen müssen wir die quasi als Seeds vorher schon... Die wir haben, ja. Also, wie gesagt, du weißt, keine... Nein, ich habe schon wieder einen Dings gesetzt. Kannst du hier mal eine Kiste hinmachen? Dann schmeiß es oben in meine Kiste rein. Okay, er hat schon wieder eine eingesammelt, um was alles sollte. Sowieso rein, wenn du die ja, den Müll weg... mach ich. Hallo Major Louis, ich quatsch dich mal an einfach. Hast du irgendwelche Vorschläge? Wenn du irgendwelche Vorschläge für Stadt hast, wirf einfach eine Notiz in die Vorschlagsbox. Es gibt eine Vorschlagsbox? Das wusste ich auch nicht. Und ich spiele das Spiel schon seit ein paar Ingame-Jahren. Offensichtlich gibt es eine Vorschlagsbox. Ich hätte einen Vorschlag. Sag doch den Leuten, wenn sie hier einziehen, dass es eine Vorschlagsbox gibt. Das wäre ultra praktisch. Dann wüssten die, dass es eine Vorschlagsbox gibt. Das wäre so lustig, wenn das quasi ein Feature und Bug-Reporting wäre. Also quasi, wenn man Features haben will, kann man das irgendwie da reinschmeißen. Dass du dann sozusagen mit den Entwicklern in Kontakt treten kannst. Das genau, ist eine coole Idee. Genau, dass die Nachricht kriegen. Auch wenn jetzt wahrscheinlich um einiges missbraucht werden würde, weil andere Leute irgendeinen Mist reinschmeißen. Ja, aber das hast du doch immer, wenn du einen Bug melden kannst. So, verfeinerter Quarz, Kohle, Eisenerz. Und das kommt in die Kiste alles. Kiste, 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 Kiste. Wir haben vor allen Dingen auch gut Holz und gut Steine. Also ich bin begeistert. Wir haben so viel verfeinerten Quarz. Das ist Wahnsinn. Haben wir so viel davon? Na, 90 Stück? Das ist in Ordnung. Das ist gut Quarz, aber das ist nicht die Welt. 18 Uhr noch was schon wieder. Was mache ich denn jetzt wieder? Süße Edelsteinbeere braucht noch 2 Tage und der Kürbis noch 3 Tage. Süßkartoffeln. Moment. Süßkartoffeln noch 5 Tage. Habe ich mich etwa verrechnet? Och komm schon. Ich glaube, ich habe mich verrechnet. Es sind nur 4 Tage. Oh je, ich habe mich verrechnet. Ach, Fox. Ja, das kannst du laut sagen. Ach, Fox. Dankeschön. Ich gehe noch mal ganz schnell in den
in den geheimen Wald. Ist der geheimer Wald hier auch? Heißt er nicht verwunschener Wald? Geheime Wälder. Nee, nee. Das sind die, die verwunschenen. Der verwunschene Wald ist theoretisch unter uns hier, der Wald. Oh, und guck mal, ich habe einen. Durch die UI-Info-Mod sehe ich live, wo sich alle Leute befinden und wie sie sich gerade bewegen. Also auch wenn sie sich hin und her bewegen. Das ist super gut. Ich bewege mich gerade hin und her, das siehst du gar nicht. Sehe ich dich auch auf der Karte? Moment, wo bist ja, du? Ja, siehst du. Ich sehe dich. Ich sehe mich selbst da. Ah, du bist da oben. Beim Zwerg in den Minen. Bist du immer noch in den Minen direkt drin? Ja. Okay. Deswegen sehe ich deswegen nicht, wie du dich auch nicht bewegen. So, jetzt komme ich wieder raus. Warte mal, ich muss gleich mal gucken, ob ich dich... Achso, du fährst ja eh mit dem Dings. Ja. So, wo bist du jetzt? Da bist du. Huh, jetzt bist du auf der Farm. Ja, ich bin gerade angekommen. Ja, das sehe ich gerade. Ja, ich glaube, dich kann ich nicht live tracken. Ich glaube, das geht auch auf der Farm direkt nicht. Könnte auch sein. Nee, nee. Das konnte man in Harvest Moon Friends of Mineral Town, konnte man mal gucken, wo der Hund ist live. Auf der Farm. Na Mensch, Dinge, die die Welt braucht. Ja, das war voll praktisch, weil der Hund war... ich weiß auch nicht. Da musste man ja auch die Hühner, oder konnte man die Hühner auch noch per Hand einfach hochnehmen und dann raustragen oder reintragen. Oh Gott, ja, das fehlt mir auch, hat mir letztens gefehlt, weil bei mir ein Kaninchen abgehauen ist. Und ich konnte es halt nicht wieder reinlacken. Ich musste, ja. Da musste ich halt das Tor offen lassen. Also das Fangen von Tieren ist super schwierig, wenn die ja immer ausgebüxt sind. Ich finde, da sollte man wenigstens die Kleinen einfach hochheben können. Eben. Sonst muss man halt den ganzen Tag das Ding offen halten und... Auch das Hin- und Herschieben von Tieren ist ziemlich schwierig. So. Ich bin jetzt 22:20, die Zeit vergeht. Düm, 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 düm. Pom, pom. Und, wie weit hat sich dein Angelskill verbessert? Immer noch auf 2. Ich weiß nicht, ob das hilft, wenn ich die nicht gesetzt habe. Doch, du müsstest trotzdem Erfahrungspunkte kriegen. Jetzt kriegst du ja das durch das leer machen. Muss ich gleich mal gucken, wenn ich es morgen leer mache, ob ich da was sehe. Du müsstest ja sehen, dass du Erfahrungspunkte kriegst. 5 pro... Eben. Ich pack das jetzt mal, die Georgia Cola, mal damit rein, aber wir sollten mehr Platz haben. Und wir organisieren das mal. So, und dann geht's schlafen. Wir haben morgen noch einen Tag vor uns. Ja. Da drüben hat jemand Spaß mit Mario Kart. Wieso hörst du Fluchen und Beleidigungen durch die Tür durch? Sie haben Spaß, sie fluchen nicht. Sie lachen und man hört Annas sterbende Stimme. Du hörst sie sogar und dann geht's ja schon wieder ein bisschen besser. Ja, naja, ich höre sie. So ein bisschen. Oh, der eine Kürbis hier oben ist schon fertig geworden. Fancy Pants. Und ich muss halt nicht gießen. Kiefernteer. Oh, nochmal. Da war ein Fehler. Ja, ich weiß auch nicht so recht, was sie da komisches spielen. Die uralte Frucht wird in 5 Tagen tragen, das heißt, es wird nicht mehr rechtzeitig werden. Aber die geht trotzdem noch weiter, oder? Ist es dann Winter als nächstes? Also nein. Das heißt, du hast sie verschwendet. Hä? Die uralte Frucht, die ist ja, die hat ja schon mehr. Eben. Ich werde die 5 uralten Früchte mal zu Seeds machen. Ja, mach das. Düm, düm. Kümmere ich mich heute um die Tiere oder du? Ich bin schon da, ich mach das schon alles. Ich hab schon die ganzen Zäune gemacht. Und dein Farming-Level solltest du ja trotzdem noch schaffen, oder? Ich denke schon.
Ansonsten kümmerst du dich im Winter halt über die Tiere, dann hast du es auf jeden Fall. Achso, ich habe auf 9. Das könnte jetzt sein, morgen, übermorgen mit der großen Ernte dann, aber. Ja, genau, ansonsten machst du im Winter halt die Tiere einfach und gut ist. So, ich habe jetzt 6 uralte Saaten und 3-mal gemischte Saat. Ja, Mensch. Die gemischte Saat können wir auch dann irgendwie mal im Frühjahr auspicken. Ich finde, die lohnt sich im Frühjahr ganz gut. Ja. So. 256 Gold. Ich bin auch auf jeden Fall schon über die Hälfte. Die meisten kommen da unten mit reingespritzt. Ich bin auch noch gar nicht da rein. Summertime. Eine Cotton ist high. Your daddy is rich. Der Vater heißt Richard. So. Er zeigt bei mir keine Erfahrungspunkte an, wenn ich hier was rausnehme. Doch. Aufleveln? Was hat sich jetzt aufgelevelt? Doch, Fischen. Also, er zeigt mir nur keine Erfahrungspunkte an. Ah ja. Aber ich krieg sie trotzdem. Na Mensch. Ich bin jetzt nämlich Fishing Level 3. Ja, das geht ja fix einigermaßen. Fix und Foxy, um genau zu sein. Kupfer haben wir. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht nochmal dafür was zu machen. Bald ist die Geisternacht. Oh, da kriegen wir noch mal ein bisschen Geld für den goldenen Kürbis. Warte mal, was? Samen hoher Güte. Nur bei Piers. Hast du schon eine Heizung gekauft für den Stall? Wenn dann nur eine. Ich will eigentlich immer gucken. Bin gleich da. Tierbedarf. Heizgerät kostet nämlich 2000. Das sollten wir auf jeden Fall noch zusammenbekommen. Wir brauchen eine auf jeden Fall. Wir brauchen 2. Okay, das heißt. Wir haben ja noch die Miete dann. Okay. Ja. Also die Ernte. Miete, genau. Hi Fox, du siehst ganz durchnässt aus, du armes Ding. Ich bin durchnässt. Ich armes Ding. Du bist feucht. Was? Was? Vor allem dieser Ton dazu. Da freut er sich wie so ein kleines Kind. Ich freue mich vor allem über die Reaktion von Saskia. Ja, die kam auch gerade wieder rein und hört dann sowas. So, du hältst dich da raus, ja? Zuki ist auch wieder aufgewacht auf einmal. Das geht nur Martin und mich was an. Also hast du gesehen, wie es hier in Strömen regnet? Liegt alles an dem Regen. Ja, der Regen. Ja, der Regen. Das habe ich eben gesagt. Du hast gestern übrigens richtig was verpasst. Wir haben Cards Against Muggles gespielt und es war super witzig. Aha. Allerdings auch ist es manchmal ein bisschen schwierig gewesen. Also erstens einer halt voll abgeräumt. Aber es war manchmal so ein bisschen schwierig mit Damian und Sassi zu spielen, weil die beiden sind halt. Die kennen Harry Potter und die mögen Harry Potter, aber sind halt nicht so eine Freaks wie wir manchmal. Und. Nein. Ich hatte eine Karte mehr. Du hast irgendwie 6 und ich hatte 7. Was? 9, 10, was? Ich war mir sicher, dass ich eine mehr hatte als du. Ich bin ziemlich sicher. Da habe ich nämlich noch gesagt, ich bin auf dem zweiten. Vielleicht hast du einfach meine Karten gezählt, weil wir die Plätze getauscht haben. Außerdem ging es mir auch nicht darum, wer gewonnen hat, sondern wer die nerdigeren Anspielungen gemacht hat. Ja, genau. Nein, wollte ich gar nicht.
Nein, ich disse keine einfachen Leute. Moment. Ich disse nicht einfach Leute. So. Ich bin der Mann in der Beziehung. Egal, was ich mache, es ist verkehrt. Natürlich. Was erwartest du? Willkommen im Leben. Hat die unkühl gemacht. Ich habe übrigens erst gesehen, man kann bei Steam die Vibration des Controllers, des Switch-Controllers umstellen. Unter anderem auf 8-Bit. Was ist denn mit einer 8-Bit-Vibration? Ich habe keine Ahnung, was eine 8-Bit-Vibration ist, aber man kann sie einstellen. Also ich guck gleich mal. Controller-Option. Frage A, was ist eine 8-Bit-Vibration? Und Frage Vibration? B, verkauft man sowas auf Eis.de? 8-Bit, okay. Ich habe jetzt eine 8-Bit-Vibration drin. Mal gucken, was sich geändert hat. Ja, ich habe ja nicht den Switch-Controller an, aktiv. Bei dem Switch-Controller auf Steam funktioniert noch, aber dadurch, dass ich neulich Golden Sun gespielt habe, habe ich da... Aber er sollte unter Windows doch auch als richtiger Controller erkannt werden. Naja, aber er hat unter Windows eine komplett andere Tastenbelegung. Ich kann ja damit schreiben, ich kann ja linke und rechte Maustaste und so. Es wird als mehr oder weniger als komisches Mausdevice angewählt, nicht als Game Controller. Okay. Da sind da sehr komische Tastenbelegungen drauf und dann hat das sehr viel Blödsinn gemacht, damit zu spielen. Deswegen habe ich einfach den Xbox Controller wieder genommen. Naja. Ja, der macht es mit Windows immer noch am besten. Noch. Ich meine, es ist der 360-Controller, wer weiß, wie lange der noch unterstützt wird. Und der Switch-Controller ist halt echt gut. Okay, man merkt einen Unterschied bei 8-Bit, aber das ist jetzt keine schöne Vibration. Da ist der Vibrationstester wieder. Wir haben die 8-Bit-Vibration des Switch-Controllers getestet. Man merkt einen Unterschied schon gelinde, aber es ist echt keine schöne Vibration. Also, es fühlt sich halt an, als ob irgendwas locker wäre im Controller. Ja, wenn der Schraube locker ist, tut das nicht gut. Oh, was habe ich denn neulich noch gespielt? Ich überlege gerade. Ach so, nee, okay. Ich habe gerade überlegt, was ich noch so neulich gespielt habe, aber ich habe jetzt neuerdings wieder viel Madden gespielt. Da spielst du ja nicht mit Controller, oder? Nee. Das ist nicht so controllerlich. Ich will endlich meinen größeren Rucksack haben. Ja, kommt doch an, wie viel Geld wir jetzt durch die Kürbis reinkriegen, ne? Ja. Na, wenn ich die direkt bei Pierre verkaufen gehe, habe ich das Geld und kann es direkt kaufen. Ich möchte auch gerne ein größeres Haus haben, wenn wir eine Küche haben. Wie viel kostet das größere Haus? Ich glaube 10.000. Das erste Upgrade. Das ist doch locker drin, oder? Ja. Aber 10.000 kosten halt auch die Rucksäcke für jeden von uns. Ja, wir brauchen noch 4.000 für eine Ente auf jeden Fall. Na, 34.000 ist kein Problem. Das könnten wir jetzt zusammenstemmen, wenn wir Sachen verkaufen. Ja. Verkauf jetzt Sachen. So, okay, was machst du eigentlich? Oh, wir haben... Also er sagt mir gerade 9 Zuschauer. Leute, wer schaut denn da alles zu? Seid gesellschaftlich, seid sozial, sagt Hallo. Schreibt uns im Chat. Ich freue mich immer, wenn jemand da ist. Ich bin langsam erschöpft. Dann werde ich langsam nach Hause laufen und dann können wir langsam die Folge auch beenden. Doch. Sassi. Oh, was? Oh, Katze, was? Es heißt nicht nein, doch Katze. Was? 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 Was ist denn jetzt los? Ich freue mich super auf nächsten Monat. Da sind wir bei einem Poetry Slam. Naja. Und da gibt's wieder was. Burger? Nee, es gibt... Was? Achso. Was? Dann kann ich Sassi wieder nerven mit was? Was? Was?
Was war denn das für so. Ein krummeliges? Bist du hier ein Brummbär oder wie? Ja, bin ich. Brummbär, Muffy, der Brummbär. Ja, genau. Wie viel kostet eine, etwas auf Medium-Qualität zu pushen? 25.000, ne? Ja, ja. Das ist teuer. Ja, ja. Oh, du hast neue Öfen gebaut. Ja, wir haben mit 6 Öfen. Eigentlich will ich noch 2 bauen, dass wir 8 haben. Das ist an sich eine schöne Idee, aber baue mal bitte keine Öfen mehr, bis wir mindestens 50 Eisenerz, nicht Eisenerz, Kupfererz übrig haben, falls wir mal eine Kupfererz-Zeigequest haben. Hä? Achso, das zu zeigen. Weil, normalerweise sagt er, du musst die sammeln. Du kannst die nicht einfach so aus der Kiste nehmen. Aber wenn du die einzeln aus der Kiste nimmst, dann erkennt er das an. Aber du könntest doch ein... Ja. Fische Stufe 3. Angeleffektivität, ich kann Krabbenreusen herstellen und ich habe den Matrosenteller. Ja, bei dir kosten Krabbenreusen noch Metall, bei mir Kupfer nur. Eisen meinst du? Metall kosten sie bei dir auch. Kupfer ist auch ein Metall. Wie auch immer. Und mit dieser chemikalischen und physikalischen Erkenntnis würde ich sagen, war's das für diese Folge, Leute. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge von Stardew Valley. Bis dahin und tschö, tschö.